Ja, die Zertifizierung eines Managementsystems. Die Zertifizierung eines Managementsystems ist ja eigentlich nur das Tüpfelchen auf dem i, was das Managementsystem komplett macht. Zunächst einmal ist in vielen Fällen und wollen wir uns auch an dieser Stelle nochmal daran erinnern, der eigentliche Zweck des Managementsystems ja, Ihnen eine Anleitung, eine Darstellung, ein Leitfaden für die gute Praxis im jeweiligen Bereich, den das Managementsystem abdeckt. Also etwa bei einem Umweltmanagementsystem zum betrieblichen Umweltschutz, bei einem Arbeitsschutzmanagementsystem zum Arbeitsschutz oder bei einem Qualitätsmanagementsystem die Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Man kann aber, und das ist sozusagen ein Sekundäreffekt, sich auch von einer externen Prüfstelle bescheinigen lassen, dass man die in den Normen enthaltenen Anforderungen im Betrieb umsetzt. Und diese Bescheinigung, also dieser Nachweis einer erfolgreich abgeschlossenen Konformitätsbewertung, den nennt man im Zusammenhang mit Managementsystemen Zertifizierung. Und eine solche Zertifizierung wird erteilt durch eine externe und im Regelfall akkreditierte Zertifizierungsstelle. Akkreditierte Zertifizierungsstelle, Akkreditierung ist das Wort, was die Zulassung einer Zertifizierungsstelle beschreibt. Grundsätzlich ist das Wort Zertifizierung nicht geschützt, also jeder kann sie zertifizieren. Aber diese Zertifizierung durch jedermann hätte natürlich keinen Wert, weder gegenüber der Öffentlichkeit noch bei Beziehungen zu anderen Geschäftspartnern. Deswegen sollte man darauf achten, dass die Zertifizierungsstelle akkreditiert, also zugelassen ist. In Deutschland werden Akkreditierungen immer von der DAX, der deutschen Akkreditierungsstelle, erteilt. Ja, wie läuft die Zertifizierung eines Managementsystems ab? Der erste Schritt ist natürlich die Auswahl einer Zertifizierungsstelle. Dabei kann Ihnen diese eben erwähnte Akkreditierungsstelle DAX helfen, denn auf der Webseite der DAX gibt es eine Suchfunktion, sodass man für sein Managementsystem die gesamten akkreditierten Zertifizierungsstellen ansehen kann. Und das kann man dann beispielsweise nach Postleitzahlen sortieren. Und dann kann man auch mal ein paar Zertifizierungsstellen, vielleicht kleinere, herausfinden, die es in der Umgebung gibt. Größere Zertifizierungsstellen, die bundesweit tätig sind, finden Sie dann natürlich nicht nach dieser Postleitzahlensuchfunktion. Aber jede andere Suchmaschine Ihres Vertrauens hilft Ihnen natürlich auch bei der Identifizierung von möglichen Kandidaten für Ihre Zertifizierung. Mein Tipp ist, man sollte sich dann ruhig mal zwei, drei, vier Zertifizierungsstellen aussuchen und vielleicht auch einladen. Das ist immer eine Frage, wie nahe die Zertifizierungsstelle ist und wie groß und wie bedeutend Ihr Unternehmen ist. Mir wäre es immer wichtig, in der Vorbereitung den Auditor kennenzulernen. Und nicht irgendein Verkäufer, was gerade bei den größeren Zertifizierungsstellen gerne mal passiert. Denn ich möchte immer gerne ein Gefühl haben, ob ich mit dem Zertifizierungsauditor gut zusammenarbeiten kann oder nicht und auch, ob er fachkompetent ist. Sie sollten mich an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Es geht mir nicht darum, einen Auditor zu finden, der mir das Zertifizierungsaudit und das Zertifikat zum Geschenk macht. Das machen gute Zertifizierungsauditoren sowieso nicht. Ich bin ja froh, wenn ich im Zertifizierungsaudit etwas lerne, aber ähnlich wie bei der Auswahl eines Beraters, das Gefühl, mit dem Auditor gut zusammenarbeiten zu können, ist schon mal eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Projekt. Und ich würde auch grundsätzlich immer zu verstehen versuchen, ob der Auditor mit der Philosophie des Unternehmens, dass er den zertifizieren soll, auch zurechtkommt. Wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bin, das stolz auf die Flexibilität und die schnelle Reaktionsfähigkeit beim Kunden ist und ich habe einen Zertifizierungsauditor, für den die wichtigste Eigenschaft eines Managementsystems die Einhaltung vorgegebener schriftlicher Regelungen und die Festlegung aller Abläufe ist, dann ist da ein Widerspruch drin, der diesen Auditor vielleicht nicht unbedingt als den geeigneten Auditor erscheinen lässt. Ja, hat man sich dann für eine Zertifizierungsstelle entschieden, wobei natürlich neben der
Nase des Auditors vielleicht auch die Angebote und die Preisvorstellungen der Zertifizierungsstelle zu berücksichtigen wären, also Angebote einholen und auch die Preise vergleichen. Dann fängt das Audit an. Mitunter bieten Zertifizierungsstellen Ihnen dann als ersten Schritt des Audits ein Voraudit an. Das ist aber optional. Bei einem solchen Voraudit soll grundsätzlich schon mal geprüft werden, ob das System überhaupt zertifizierungsreif ist. Wenn Sie einen erfahrenen Berater an Ihrer Seite hatten, dann brauchen Sie ein solches Zertifizierungsaudit sicherlich nicht. Wenn Sie aber das System alleine und ohne externe Unterstützung aufgebaut haben, ist das vielleicht eine ganz gute Idee, damit Sie dann nicht böse Überraschungen beim eigentlichen Audit erleben. Ja, und das eigentliche Zertifizierungsaudit besteht bei der Erstzertifizierung aus zwei Stufen. Erste Stufe, das heißt auch Stufe 1 Audit, Stufe 2 Audit. Im Stufe 1 Audit wird vor allem die Dokumentation überprüft. Es findet aber trotzdem vor Ort statt. Der Zertifizierungsauditor oder die Auditorin machen typischerweise schon mal einen Rundgang, weil sie sich ja mit dem Unternehmen vertraut machen wollen, um dann auch einen detaillierten Auditplan für die Stufe 2 erstellen zu können. Das Stufe 2 Audit findet dann entsprechend einige Wochen typischerweise später statt. Und dort findet das, ich sage mal in Anführungsstrichen, eigentliche Audit statt. Also die Prüfung Ihres Managementsystems auf Herz und Nieren. Da gehen die Auditoren durch den Betrieb, sprechen mit den Verantwortlichen, schauen sich die für das jeweilige Managementsystem relevanten Abläufe an, um zu überprüfen, ob sie denn mit den Vorgaben übereinstimmen, ob das Ganze normkonform ist. Und während des Audits werden die Auditoren auch nicht mit einem Pokerface durch das Unternehmen laufen, sondern sie werden sofort immer mit Ihnen besprechen, was Sie gut finden, auch was Sie nicht so gut finden, so dass Sie, wenn Sie das Audit begleiten, in aller Regel schon einen Eindruck haben, wie das Audit denn läuft und wie das Ergebnis sein wird. Und wie das Ergebnis sein wird, da gibt es im Grunde genommen auch wieder mehrere Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit ist natürlich, die Auditoren haben nichts zu meckern gefunden. Sie empfehlen Sie zur Zertifikatserteilung. Auch das sollten Sie wissen, nicht der Zertifizierungsauditor entscheidet über die Ausstellung eines Zertifikats, sondern das macht die Zertifizierungsstelle, die den Auditor zu Ihnen geschickt hat. Die Zertifizierungsstelle prüft den Auditoren, den Bericht des Auditors über das Zertifizierungsaudit und entscheidet anhand des Berichtes über die Erteilung des Zertifikats. Das ist deswegen wichtig, wenn die Entscheidung oder Empfehlung nicht so positiv ausfällt und Sie mit den Entscheidungen des Auditors nicht einverstanden sind, dann können Sie ja die Zertifizierungsstelle ruhig einmal bitten, den einen oder anderen Punkt detailliert zu prüfen und vielleicht auch Ihre abweichende Auffassung in diesem Schreiben darstellen. Andere nicht so positive Bewertungen könnten sein, dass der Auditor sagt, es gibt Abweichungen, die abgestellt werden müssen, bevor ich eine Empfehlung aussprechen kann. Das kann dann entweder in Form geschehen, dass Sie ihm einen Nachweis zuschicken, dass Sie die Abweichung abgestellt haben, beispielsweise das Protokoll einer ausstehenden Sitzung dem Auditor zuschicken und dann sieht er anhand des Protokolls, die Sitzung hat stattgefunden und damit ist die Normanforderung erfüllt. Oder aber, wenn das nicht mit der Papierform zu entscheiden geht, dann kann er im schlimmsten Fall Ihnen auch noch sagen, ich muss ein Nachaudit machen. Beispielsweise der Auditor war mit dem Bewusstsein der Mitarbeiter zum entsprechenden Managementsystem nicht zufrieden. Und ob das Bewusstsein dann besser ist, das kann er natürlich nicht in Papierform entscheiden, sondern er muss ja dann vielleicht nochmal vor Ort kommen und ein Nachaudit durchführen. Wenn Sie eine Nebenabweichung haben, die ist zunächst einmal für die Zertifizierungsentscheidung nicht ausschlaggebend, die muss auch abgestellt werden, aber bis zum nächsten Überwachungsaudit. Ja, im schlimmsten Fall kann es natürlich auch sein, dass der Zertifizierungsauditor sagt, die Mängel können Sie gar nicht abstellen, er kann Sie nicht zur Zertifizierung empfehlen. Das ist aber relativ selten. Im schlimmsten Fall sollten in der Regel Sie Aufgaben kriegen, die abzustellen sind innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums und dann bekommen Sie die Zertifizierung.
Im besten Fall, das hatten wir schon gesagt, haben Sie so etwas gar nicht. Sie werden empfohlen zur Zertifizierung. Das macht, wie gesagt, dann die Zertifizierungsstelle. Die stellt Ihnen das Zertifikat aus. Und das Zertifikat gilt immer 3 Jahre lang. Allerdings haben Sie jetzt nicht 3 Jahre lang Ruhe, sondern jährlich findet ein Überwachungsaudit statt. Das Überwachungsaudit ist kürzer als das Zertifizierungsaudit, soll Ihnen helfen bei der Weiterentwicklung des Managementsystems, dient aber natürlich auch dazu, dass die Zertifizierungsstelle sich vergewissern kann, dass Sie nicht jegliche Arbeiten an dem Managementsystem eingestellt haben. Und im schlimmsten Fall ist es möglich, dass bei einem Überwachungsaudit das Zertifikat ausgesetzt wird. Also wenn die Zertifizierungsstelle zum Beispiel feststellt, dass sie die Arbeiten eingestellt haben und bestimmte Dinge, die die Norm fordert, nicht getan worden sind, dann kann sie das Audit aussetzen. Das heißt, sie dürfen das Zertifikat aussetzen. Sie dürfen das Zertifikat dann so lange nicht verwenden, bis der für die Aussetzungsentscheidung zugrunde liegende Mangel abgestellt ist. Wenn der Mangel abgestellt ist, dann können Sie Ihr Zertifikat wieder verwenden. Ja, nach 2 Überwachungsaudits sind die 3 Jahre, die das Zertifikat gilt, abgelaufen. Das folgende Audit nennt man dann Rezertifizierungsaudit. Das ist wieder umfangreicher als die Überwachungsaudit. Und in einem guten Ablauf bekommen Sie dann ein neues Zertifikat. Und so geht der Kreislauf Überwachungsaudits, 2 Überwachungsaudit, dann wieder Rezertifizierungsaudit immer weiter. Die einzige Abwechslung in dieser Routine gibt es dann, wenn eine neue Normfassung erscheint. Die allen Managementsystemen zugrunde liegenden Normen werden ja alle 5 Jahre überprüft und in der Regel auch geändert. Mal mehr, mal weniger umfangreich. Typischerweise haben diese Normrevisionen dann aber eine Umstellung des Zertifikats auf die neue Normfassung zur Folge. Das nennt man dann Umstellungsaudit. Das sollte typischerweise, sollten Sie versuchen, das im Rahmen einer Rezertifizierung hinzukriegen, weil dann der Mehraufwand weniger ins Gewicht fällt, als wenn Sie das im Rahmen eines Überwachungsaudits machen. Sie können sogar jenseits von Überwachungsaudits und Rezertifizierungsaudits eigene Umstellungsaudits durchführen. Aber das war's, was ich Ihnen an dieser Stelle zum Thema Ablauf eines Zertifizierungsaudits sagen wollte. Ich hoffe, diese Informationen waren für Sie nützlich und haben vielleicht die eine oder andere Frage beantwortet. Sollte bei Ihnen demnächst ein Zertifizierungsaudit bevorstehen, dann wünsche ich Ihnen an dieser Stelle dafür viel Erfolg.